Wie pflegt man die Christrose nach der Blüte? Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ich habe zwei Christrosen im Garten, einen großen, also einen Topf hier, da seht ihr. Es sind noch Blüten dran, blüht immer noch ein wenig, und das sind die Verblüten. Den anderen habe ich im Beet, den anderen großen, und der blüht noch ein bisschen mehr. Da mache ich jetzt einmal noch nichts, da warte ich noch eine Woche ungefähr. Was macht man jetzt da damit? Lässt man das so oder nicht? Nein, lässt man nicht so. Man muss das schon ein bisschen pflegen. Die Christrose ist eigentlich eine ganz eine Pflanze, die ist unkompliziert. Die braucht eigentlich nicht so viel Pflege. Es ist bloß wichtig, dass man die zweimal im Jahr düngt, zu bestimmten Zeiten. Da haben wir ja schon mal ein Video gemacht, könnt ihr mal nachschauen. Und jetzt mache ich das so, ich suche mir die Verblüten raus. Hier. Es schaut ja schön aus, ne? So wie sie sind. Aber das schwächt dann wieder die Pflanze, wenn ich die jetzt dran lasse. Das ist erstens. Und zweitens wird dann der Samen mit der Zeit reif und das sät sich dann irgendwo überall aus. Da, das sieht man schon. Na doch, das ist das der Samen. Na, das ist vom Blüten, von der Blüte ist das was gewesen. Ja, dann sät sich das überall aus. Das will ich also da nicht haben, darum lasse ich das. Ich schneide die ja mal ab. Solche verblühten Stiele, die schneidet man natürlich ganz unten ab. Nehmen wir mal die da vorne, das sind zwei an einem Stiel. Hier, das seht ihr da. Da schneide ich das also wirklich ganz unten ab. Das ist der Stiel. Hier ganz unten. So. So mache ich jetzt das mit allen verblühten Blüten. Und die da, die lasse ich noch ein bisschen, die darf noch blühen. Jetzt kann man natürlich die auch dran lassen und kann es aussehen oder man kann den Samen dran lassen, bis er reif ist und dann schnell abnehmen und kann man dann selber säen auch. Ne? Aber das hat den Nachteil, wenn man die sät, die brauchen schon einmal ein paar Monate, bis die keimen und bis die aufgehen dann. Und wenn die dann aufgehen, dann dauert es wieder bestimmt 3 Jahre, bis die überhaupt blühen. Also es lohnt sich fast nicht. Ne? Und darum schneide ich die auch alle ab. Ich habe mal eine gehabt, das waren die Lenzrosen. Jetzt, die Lenzrosen, die habe ich stehen gelassen. Das hat sich aber wirklich überall ausgesät. Ich meine, wenn man eine große Fläche hat und die braucht man nicht, das schaut toll aus, ne? wenn die dann blühen. Aber das ist jetzt nichts für mich. Ich kann die nicht aussehen lassen und will es auch gar nicht. Und deswegen schneide ich es jetzt mal alle ab. Könnte man doch eigentlich dann noch ein paar Tage in die Vase stellen, oder? Weil ja, die schauen ja schön aus. Ja, habe ich ja schon mal gemacht. Bloß da musst du aufpassen, weil da sind dann plötzlich Läuse dran gewesen. Genau. Wo die herkommen sind, weiß ich nicht. Aber wir können das ja trotzdem wieder machen. Musst halt aufpassen. Willst du haben? Ja, nehme ich schon mal mit. Ja, dann tue ich die auch raus. Schaut schön aus. Das habe ich schon mal gehabt. Sehen? Ja. Na gut, machen wir es einmal. Ja, da unten, da sind immer noch Knospen da. Aber die verblühen. Nein, sonst habe ich überall den Samen drin und bin nur noch am Zupfen. Ich habe das auch einmal am Friedhof gehabt. Da habe ich ein paar Jahre gebraucht, bis nichts mehr gekommen ist. Weil nur Christrosen dann auf dem Friedhof, das will ich ja auch nicht. Ne? Es soll ja was anderes auch dann hin. Da ist eine Knospe dran, das schneide ich mal bloß das da weg. Also, ich mache jetzt einmal alle da, ne, die verblüht sind. So, jetzt ist ausgeschnitten. Schaut natürlich jetzt nicht mehr so schön aus, das ist klar. Aber wenn man das nicht macht, dann das schwächt dann die Pflanze ein wenig, weil die bereitet sich ja jetzt schon wieder auf die nächste Saison vor, wenn sie verblüht ist. Und ich hoffe, das sind alle rausgeschnitten und wenn nicht, dann wir müssen ja noch einmal drüber. Die Kerstin hat es jetzt nämlich für mich gemacht und die müssen ja auch raus, wenn sie verblüht sind, müssen auch abgeschnitten werden. Jetzt meiner natürlich manche, das schneide ich doch komplett ab, schneide mir die Blätter ab und dann sollen sie neu treiben. Das darf der nicht machen. Da wird nämlich die Pflanze erst recht geschwächt und die lässt man dran. Und bei der Gelegenheit überprüft man jetzt auch, ob die diese Schwarzfleckenkrankheit haben. Das passiert nämlich häufig bei Christrosen, auch bei Lenzrosen.
habe ich auch schon einmal gehabt. Und zwar sind es auf den Blättern sind so schwarze Flecken drauf. Es geht ganz klein los und es werden dann immer mehr und die werden auch immer größer. Das ist eine Pilzkrankheit. Da haben wir auch schon ein Video gemacht, da könnt ihr mal nachschauen. Wenn das, falls ihr solche Blätter habt, was man da dagegen macht. Ne? Ja, und jetzt kontrolliere ich einmal. Also Schwarzfleckenkrankheit habe ich nichts dran. Man kann jetzt ja noch irgendwie ein altes Blatt rausschneiden, das vielleicht eintrocknet. Da ist eins aus Versehen abgeschnitten. Aber es ist nichts dran. Ich lasse das jetzt so, wie es ist. Jo, also da sieht man, der hat ja wahnsinnig viele Blüten gehabt. Aber jetzt sehe ich gerade, die sind doch auch alle zum Abschneiden. Bloß jetzt habe ich keine Lust mehr, das mache ich dann morgen. Wird mir jetzt zu kalt. Da. Und da ist die Lenzrose. Seht ihr das? Die ist jetzt bloß umgekippt. Ich glaube, gießen muss man die nicht. Wieso ist denn die jetzt so um? Doch, die ist welk. Schau doch mal, wie schön das ausschaut. Die muss ich mal ein bisschen gießen. Herrlich, ne? Das kann man eigentlich auch in die Vase tun. Muss ich mal probieren. Das schaut so schön aus. Ja, und wie gesagt, die Blätter, die sind alle einwandfrei. Da ist keine Fleckenkrankheit dran. Ja, seht das? Und die muss man eben dran lassen. Nur wenn eine absterben, die kann man dann rausschneiden. Das sieht man ja dann. Ich hoffe, ich konnte jetzt euch einen guten Tipp geben, weil ich habe festgestellt, dass viele das gar nicht wissen, was man dann macht damit. Ne? Also wer sehen will, der muss halt sich den Samen dann wegtun, aber erst einmal ausreifen lassen am Stock selber und dann sehen. Aber ich finde halt, das lohnt sich gar nicht. Ne? Da muss man zig Jahre warten und dann ja, hat man ja nichts. Lieber kaufen wir mal so ein Stöckler. Aber dann hat man jahrelang was. Ne? Den habe ich ja auch schon etliche Jahre, den da oben auch. Und auch die Lenzrose habt ihr jetzt auch gerade gesehen. Ne? Die habe ich auch einmal hinpflanzt, ich weiß gar nicht, vor 3-4 Jahren vielleicht. Und heuer ist es das erste Mal richtig, richtig schön geworden. Die brauchen auch ihr Zeit, bis sie sich richtig entwickeln. Und dann soll man es aber auch nicht mehr umpflanzen, einfach stehen lassen. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, abonniert den Newsletter, der wöchentlich kommt. Schaut mal im Shop vorbei, gibt wieder was Neues. Und bis morgen. Tschüss, eure Gartenmoni.